Guten Morgen. 6 in der Früh. Ein Montag. Ein Tag der Mondin. Ich war gerade draußen, eigentlich Hot dran machen. Die Mondin steht noch halb am Himmel. Und Vatersonne kommt hinten im Osten hoch. Und zeigt uns, dass der neue Tag wieder wie immer, wie ewig da ist. Schön ist. Voller Licht und voller Wärme uns entgegenkommt. Dazwischen, zwischen Erde und zwischen Himmel, zwischen Mutter Erde und ihrer Mondin, ihrem letzten Kind und Vater Sonne, steht der Mensch, der eingeborene Mensch, der in die Erde hineingeborene Mensch, der inkarnierte Mensch. Die lichte Wahrheit, die Reinheit des Seins in Erde, in Matter, in Mörd, in Mutter, in Materie. Gestern war ja Muttertag und wir kommen als Kinder, als Erdenkinder, als Birthlinge hierher, absolut clean, sauber, rein, voller Liebe, mit einer riesengroßen, wunderschönen Aufgabe, die Mutter Erde und der ganzen Welt mit all ihren Menschen, Tieren, der Flora und der Fauna dienlich ist. Und dann beginnt ein Prozess der Veränderung, der Verbiegung, der auch der Zerstörung von Wahrheit, von Wahrlichkeit, von Aufrichtigkeit, von Originalität. Und Origin ist die Quelle, also von Ursprünglichkeit. Und die Ursprünglichkeit ist sowohl Mutter als auch Vater all unserer Fähigkeiten, all unserer Erfolge und all unseres Tuns und Handelns. Und somit auch all unserer Ehrlichkeit. Und zwischen Himmel und Erde stehen heute zum Beispiel draußen schon wieder um 6 Uhr morgens, 20:25 Uhr, sogenannte Chemtrails, sogenannte künstlich aufgebrachte Himmelserscheinungen, die einem gewissen Zwecke dienen. Natürlich können wir die auflösen, ich löse die auf mit meinem Herzen, mit meiner Herzensenergie, mit dem Torus und so weiter. Irgendwo geht es natürlich runter und nach dem Gesetz von Saat und Ernte geht es natürlich an diejenigen zurück, die das ausbringen. Das ist so wie eine Lüge, die zu einem zurückkehrt, wie ein faules Ei, das man irgendjemanden legt, wie üble Nachrede, die immer wieder mal zurückkommt. Also die Saat- und Ernte-Thematik ist momentan präsenter denn je. Insofern werden auch, wenn diese Dinge einen vernichtenden Auftrag haben, dann werden sie die vernichten, die sie ausbringen. Und das ist jetzt auch der Appell an alle Mitmenschlinge und an alle Erdlinge und Erdlinen. Macht's heute, ab heute, 100% ehrlich. Es lässt sich möglicherweise manchmal nicht ganz vermeiden, dass man so halb erfundene Idee noch von sich gibt. Nur seid absolut ehrlich. Jede Form von Lüge, jede Form von selbst vorgegaukelter Illusion, die man so lange gegaukelt hat, bis man glaubte, sie wäre wahr, kommt jetzt und zeigt sich in ihrer absoluten Reinheit. Und je mehr man sich belogen hat und andere belügt, und wer andere belügt, belügt sich selbst, umso härter trifft einen die Gnadenlosigkeit, die gnadenlose Reinheit der Wahrheit und der Wahrhaftigkeit. Und möglicherweise werden das viele nicht durchstehen, wenn sie nicht ab sofort beginnen, jetzt alles Unwahre loszulassen und sich wirklich der inneren Wahrheit zu stellen. Dann haben wir es geschafft. Wir haben es schon geschafft. Wir sind schon lange durch. Und viele Menschen tragen noch ganz viele Schmerzen
seelische Schmerzen, körperliche Schmerzen oder sie fügen sich gegenseitig Schmerzen zu. Das darf aufhören. Öffnet die Herzen. Das ist das Ende der Schmerzen. Namaste.